Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stronghold Crusader Part 8000. Wir sind im Mission 39 Road to Himmel mit einer guten Position gegen zwei, drei Idioten. So. Mal hören wir mal auf mit Sechseln hier, Junge. Nein, Scherz, alles gut. So, okay, ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Ich weiß auch nicht, ist das überhaupt, ist doch überhaupt nicht, so nach Part 60 kommt natürlich die Frage, ist das denn überhaupt interessant, wie ich das hier mache? Jedes Mal das gleiche Schloss, die gleiche Architektur, einfach nur sich ein bisschen an die Karte anpassen und dann fertig. Ist doch scheiße. Ist richtig scheiße. Richtig kacke. Naja, das ist das Leben. Das ist effizient. So. Ja. Effizienter Burgbau. Sag mir, dass mein scheiß Burgfried komplett ist. Nee? Der Bergfried ist komplett. Ich dachte, du enttäuschst mich jetzt, Boy. Wir haben auch übelst viele Ressourcen. Das heißt, wir können hier. Ach, fuck, keine Oasen habe ich. Scheiße. Na ja, gut, dann muss ich das halt mit Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verbessern. Mit Money ausgleichen. Mit Geld. Die Hütten natürlich außerhalb der Burg platziert. Wie immer. So viele Ressourcen, aber keine Truppen, Alter, ey. What the fuck? Komm, bau das hin. Ja, ich habe mich heute, naja, ein bisschen gezwungen, kann man das schon nennen, zum Aufnehmen. Aber ich habe, ich gucke mir halt andere Leute an, so wie den Goblin. Und die streamen halt den ganzen Tag, so gefühlt den ganzen Tag. Und dann denke ich mir, Mensch, Stimmi, also eigentlich die Stunde oder so oder die 2 Stunden kannst du dir schon Zeit nehmen. Vor allen Dingen, weil ich nach Hause komme und nicht weiß, was ich machen soll. Da kann man das ja gerade nochmal, noch wenn es noch die letzte Zeit, die ich das überhaupt noch machen will, kann man das schon noch machen. Mir gedacht, dann machst du das noch und fertig. Ich hab's ja geplant und das ist ich vor wie vielen Jahrhunderten angekündigt, dass ich ja eigentlich mit den ganzen Projekten dann, wenn die fertig sind, eigentlich wie einen Schlussstrich ziehen möchte. Weil ja, große Lustlosigkeit oder die entspanntere Ausrede. Ja, das Real Life ist halt hier, ne? Das hat halt zugeschlagen. Naja, eigentlich, wenn man das gut organisiert alles, dann kann man beides kombinieren. Real Life und das Aufnehmen. Also, ich finde das halt eine billige Ausrede. Naja, und es scheint, also an sich ist meine What the fuck, ich fange an schon in solchen Themen hier mitten im LP. An sich denke ich schon, dass die Zeit halt gekommen ist, dass es halt mit mir die goldenen Zeiten, die AOE-Zeiten, damals, als ich das noch gesucht habe, die sind vorbei. Und jetzt hänge ich einfach nur noch rum und halte diesen Kanal irgendwie am Zwangsleben. Und das kann man ja auch noch nicht mal Leben nennen. Das ist ja einfach nur alles schon. Alles schon. Ich wundere mich, warum ich den Holz kriege, ey. Die sind so faul dort, ey. Fallen noch, weil die kein Holz haben. Ja. Das ist es halt, ne? Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. So schaut's aus. So ist das Leben. So holt es. Ist eine Phase von vielen, wenn man das nicht in der. Was weiß ich, wenn man sich nicht schnell einen Namen macht. Also, so bin ich halt der Meinung, wenn man sich nicht schnell einen Namen macht oder halt eine schöne Zuschauerschaft
nachgeneriert, kann man es ja nicht nennen. Oder man die Lust am Spiel, also was heißt Lust am Spiel, das ist auch schlecht. Wenn man die verliert, dann war es das. Dann endet ihr genauso wie ich. Nehmt euch das als schlechtes Beispiel, wie man enden kann. Oder vielleicht, weil ich mich nicht spezialisiert habe, konkret, ne? Wie gesagt, nehmt mich als schlechtes Beispiel, endet ja nicht so wie ich, sonst schlendert ihr das alles nur hinter euch her. Das Problem ist halt einfach nur, das spiegelt meistens dann auch ein bisschen das Real Life, dass ich alles nachschlendere. Das ist langsam schon so zur Gewohnheit geworden. Und das ist nicht gut. Eine Nachricht vom Wolf. Oh shit. Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ich hole dir euren Kopf. Glückwunsch, ich dachte, er greift gleich an, ey. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Befehle? Wir rücken bin auf. Zur Stelle, ja. Naja. Genug. Naja, Selbstmitleid kann man es nicht sagen. Es ist halt einfach nur so. Ich rede jetzt einfach immer. Was heißt immer? Ich versuche jetzt einfach nur Klartext zu reden und zu sagen halt, ja, so ist es halt. So ist der Stand bei mir. Oder was ist bei mir? So sehe ich die Sachen halt. Das ist einfach nur meine Meinung. Muss da jetzt nichts heißen mit, du weinst schon wieder rum, sondern einfach nur die Erfahrung teilen, die man sammelt, ne? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kampf. Seid ihr sicher, ihr habt den Mut dazu? Nee, Richard, eigentlich bin ich mir überhaupt nicht sicher. Eigentlich wollte ich, dass ihr mich alle in Ruhe lässt hier und ich entspannt einfach nur alles aufbauen kann. Was wünscht ihr? Belagerungsgeräte bemannt. Bin zur Stelle. Es werden Regierwerden überfallen. Bogenschützen bereit. Jawohl. Nee, die Mauertypen müsst ihr killen. Ja gut, die Baumeister sind auch wichtig. Was ist mit den Maurern? Killt mal die Maurer. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Mein Herr, Rücken aus. Ja, wo sind das so viele, ey? Es werden Rekruten benötigt. Bin zur Stelle. Naja, es wird Zeit, wahrscheinlich die Hütten mal hier reinzusetzen. Eieiei. So, wo denkt der, wo der hinmacht? Sein Mauernspaß. Achso, ich die ganze Zeit hier kille. Will da wahrscheinlich Stress haben. Ach komm, mit dem Paar. Oh nein. Der hat Katapult. Wird aber wieder anfangen zu nerven. Jawohl, so sieht's halt aus, ne, Leute. Guten Morgen, eure Lordschaft. Das Real Life gewinnt irgendwann mal immer. Spätestens dann, wenn man sich eine Freundin reinschafft. Stellt euch vor, ihr habt eine Freundin, dann ist euer Leben vorbei. Na gut, nee, so war das jetzt nicht gemeint. Das Leben ist natürlich nicht vorbei, Leute. Man kann auch, wenn man Glück hat, findet man halt... Hier los. Alter! Scheiß Maurerspasten kamen doch an hier, die... Nee! Na gut, dann hab ich jetzt hier eine Dreifachmauer. Nee, wenn ihr Glück habt und ihr findet halt eine Freundin mit denen, wo eure Interessen größtenteils passen... Die muss ja noch nicht mal zocken. Theoretisch... braucht die gar nicht zocken, die muss einfach nur akzeptieren, dass sie halt einfach mal ab und zu mal zockt. Es ist ja noch nicht immer so, dass ich jeden Tag zocke, das ist ja das nächste, ey. Komm meistens zu Hause an, denk mir, was mache ich jetzt? Das war früher. Das war früher überhaupt kein Problem, die Frage. Ich hab gesagt, ne, zocken. Jetzt sagt man, ja, zocken wäre zwar geil, aber ich wüsste halt nicht was. Aber das reinlatschen. Ihr habt den Bug zugemacht. Ja, ja, ja. Ihr kämpft wie ein Mann. Ihr kämpft wie ein Mann. Ja. Haha.
So, naja. Aber ich hatte jetzt ja auch Urlaub innerhalb Wochen. Was ja eigentlich nicht viel ist, ne? Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Fantastisch, ey. Ich bin echt begeistert von meiner Leistung. Nee, und dachte mir, ich kann mich da so ein bisschen noch erholen. Aber anscheinend war das falsch. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ich hab eher mehr Aufgaben abgearbeitet. Ich hab mir ja ein neues Auto gekauft. Ich mach mal hier die Schnelligkeit auf. Das Spieltempo höher. Irgendwie kann ich heute besser reden als die letzten Parts. Irgendwie bin ich so entspannter drauf, keine Ahnung. Ich habe mir ja ein neues Car gekauft, ne? Einen schicken, weißen, schönen Mazda 6 hier vom Baujahr 2016. Auch mit schöner Maschine. 2,5 Liter Hubraum. Und ja, an sich schönes Auto. Gefällt mir sehr. Ich habe auch höhere Ansprüche gehabt ans Auto. Das ist ja das nächste Problem. Ich war froh, dass ich die Marke Mazda gefunden habe, die diese Motoren baut. Ihr kennt ja, junger Mensch, braucht ein Kombi, muss Leistung haben. Und ich wollte halt keine Probleme mit dem Auto haben. Mit dem Auto haben. Oh, hör doch mal auf jetzt, ey. Seid ihr sicher, ihr habt den Mut dazu? Ja, und da. Ich komme ja gerade quasi von der. Wir werden überfallen! Von der. Was ist denn hier los, ey? Hilft mal. Oh nein! Zu spät, ey. Schon wieder so ein scheiß Typ. Nee, und ich komme ja quasi von der Audi-Sparte. Und bin zur Stelle. Es werden Waffen. Ich wollte danach kein Audi mehr. Auch ich wollte überhaupt kein VW danach mehr, nach dem A3. Und das war quasi schon der alte 1.6er, ne, der ja eigentlich als robust hergilt, finde ich jetzt, ne, weil ich habe von den neuen Motoren gelesen, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ich habe jetzt bei meinem älteren A3, was heißt bei meinem älteren A3, bei dem ersten A3, den es halt gab, der A3 8L, habe ich immer, oder musste ich immer, 1 Liter Öl auf 1000 Kilometer reinkippen. Und das ging mir halt unglaublich auf den Sack, immer Öl in den Kofferraum mitzuschleppen, immer zu kontrollieren, naja, wie viel habe ich denn noch, bla bla bla. Und das hat mich halt genervt. Und dachte mir, naja gut, vielleicht haben die ja was an den neueren Modellen gemacht. Ja, die haben was gemacht, die haben es verschlimmert. Diesel brauche ich halt nicht, weil ich fahre fahr halt nicht viel Auto. Höchstens mal am Wochenende vielleicht zu meinen Eltern oder halt jetzt mal. Bald werdet ihr sehen, was Krieg wirklich bedeutet. Oh, fick dich einfach, ey. Wieso müsst ihr eure Scheiße koordinieren, ey? Hast du Baumeister? Scheiße, ja, hat Baumeister. Nee, hab mir halt so geguckt, dachte mir, naja, hier A4 wäre ja auch geil oder A6. Ja, das Problem ist, die Benzinmotoren von denen, die TFSI-Modelle, in der ganzen VW-Produktsparte, ne, bis 2017, verbrennen die Öl. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock. Und das war noch nicht mal wenig Öl. Die haben, irgendwie scheiß Kolbenringe eingebaut, dass der Ölabstreifring am Kolben verkorkst ist und dann noch Öl gefressen hat. Und das nicht wenig. Das war ein Liter auf 100 Kilometer. Das ist noch weniger als ich mit meinem A3. Also da habe ich mir gedacht, nee, also war eins. Und ab Baujahr 2018 haben sie es quasi, 2017 haben sie es komplett behoben. 2013 gab es dann andere Ölringe. Die haben dann so 30.000 Kilometer mehr gehalten, also 130.000 Kilometer bist du dann ohne Ölverbrauch ungefähr hingekommen. Und ab 2018 haben sie wieder die Ölabstreifringe genommen, wie vor 30 Jahren. Und die laufen. Da habe ich mir gedacht, ey, das kann doch nicht, das ist nicht euer Ernst, ey. Das heißt, komplett VW ist für mich rausgefallen.
Was ja schon gefühlt die Hälfte des Marktes ist, ne? Wo sowas bleibt, was blieb mir dann noch übrig? Mercedes, BMW und, naja, Opel, naja, Opel. Ist jetzt keine, ist keine Diskriminierung gegenüber Opel, aber, also ich hab, also Opel hat mir, gefällt mir einfach nicht so. Mercedes, habe ich mal geguckt, bla bla bla, gab schon schöne Autos, aber Mercedes halt ist ja wirklich dann so, da irgendwie hat sich das so rentnermäßig angefühlt. So eine ältere C-Klasse so, da habe ich mich irgendwie fehl am Platz gefühlt. Das heißt, Mercedes raus, auch rausgefallen. BMW war ich irgendwo mal komplett verunsichert, dachte mir, oh nee, BMW, da kenne ich mich gar nicht aus, das habe ich jetzt auch mich nicht viel belesen, obwohl ich ja immer gedacht habe, ja, BMW baut gute Motoren, die haben ja früher die Flugzeugmotoren gebaut für den zweiten Weltkrieg, für die Flieger halt, ne? Das ist mir ja, muss ja gut sein, aber gut, wie gesagt, da gibt es immer mal auch Probleme mit der Warnos-Verstellung, mit der irgendwie so, und da habe ich mir gedacht, ey, wo es immer nie, also wo es halt nie Probleme, kann man nie sagen, aber wo es immer relativ wenig Probleme gab, waren bei den japanischen Autos, die sind ja halt irgendwie wirklich dafür bekannt, dass die halt immer laufen, ne? Toyota zum Beispiel, bekannte Marke für Zuverlässigkeit. Unangefochten. Lexus. Da sagen die, da geht nie was kaputt. Falls mal was kaputt. Also, das Problem ist halt, ich wollte mir ja auch einen Lexus kaufen. Aber, Lexus baut leider keine Kombis. Und, ist teuer. Ich wollte mir so einen Hybrid von Lexus holen. Da muss man schon ein bisschen Geld haben. Ja, backen halt. Und, naja. Ja, Lexus wäre halt echt geil gewesen, aber ja, die sagen ja auch, Lexus ist teuer von den Ersatzteilen, aber die sagen, da geht halt nichts kaputt, außer du knallst irgendwo gegen einen Baum oder so, das ist ja dann klar. Da sagen sie schon, dass das sehr robust ist und darauf hatte ich halt Bock. Ein Auto, was, wo ich nicht jedes Mal mit Kopfschmerzen mich ins Auto setze und dann, oh, und ah, das ist kaputt und das ist kaputt. Das war ja zur Endzeit beim Audi, war das ja wirklich bei mir, bei meinem A3 war das wirklich so, ich stieg ins Auto und ich hatte überhaupt keinen Bock mehr, weil ich mir dachte, Alter, das ist kaputt, das ist kaputt. Es ist kein Bock mehr, das Auto zu fahren. Bin zur Stelle. Und, tja, japanische Kombis mit viel Leistung. Ich hatte mir ungefähr 200 PS als Ziel gesetzt. Das habe ich überhaupt nicht gefunden. Bis dann halt Mazda kam mit ihren, mit ihrer 6er-Reihe, wo die 190 PS halt, bei einem reinen Saugmotor, ohne Turboaufladung und nichts. Mazda habe ich dann irgendwie gefeiert, ne? Alle machen Downsizing, Turbo, Kompressor, alles rein, um den Hubraum zu minimieren. Mazda sagt sich, nee, ist doch scheiße. 2,5 Liter ohne Turbo, um die Abgaswerte zu... Alter, der baut hier mein Holz ab. Also jetzt reicht's. Das wird hier nicht toleriert hier. Du Spast, ey. Ja, und da habe ich Mazda gefeiert, so halt 2,5 Liter ohne Turbo, ohne nichts, so, wo sie gesagt haben, nee, wir sind gegen den Trend, wir sind eher dafür, dass das, was? Kein Holz? So, okay. Wir sind eher gegen den Trend, dass man Turbo, also was heißt Turbo, sondern dass man einfach alles immer kleiner macht und dann quasi sich den Motor so unglaublich, also was heißt belastet halt. Waren einfach dagegen. Also nicht dagegen, sondern halt. Haben es nicht gemacht, was ich halt gut finde. Ja, in Bewegung. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen. Deswegen, das. Schon das habe ich gefeiert, dass man quasi gegen den Trend geflogen ist, weil ein reiner Saugmotor, der hat ja theoretisch auch bessere Emissionswerte, ne? So ein Direkteinspritzer-Turbo, der braucht theoretisch einen Rußpartikelfilter. Aber so ein alter Saugmotor wie der A3 meiner, der braucht keinen, weil der verbrennt alles mit dem Hub. Irgendwie so war das halt. Bin jetzt natürlich kein Autoingenieur, aber so habe ich es gelesen und so ist es auch eigentlich, glaube ich. Ne? Dass schon die Benziner mit Direkteinspritzung Rußpartikelfilter brauchen. Das ist Wahnsinn.
Naja, noch wahnsinniger, was heißt wahnsinniger, noch beschissener finde ich das, dass in Europa sagen sie, nee, der 2,5 Liter von Mazda kriegt kein Turbo, wegen Abgaswerten. Und die Amerikaner kriegen das, dachte ich mir, Alter, ja, ist ja klar, ne? Die Amis hier, die, bei denen, wo es ein bisschen, was heißt, nicht scheißegal ist, aber bei denen es ein bisschen lockerer zugeht, die kriegen natürlich ein Turbo reingeflanscht. Das heißt, das Ding hat irgendwie 250 PS oder so. Hätte ich auch gern gehabt, aber gut. So ein schöner Saugmotor ist schon okay. Der geht auch ganz gut, ne? Naja, so, das war halt dann die Story, wie ich auf Mazda gekommen bin. Bin froh, dass ich das Modell gefunden habe. Achso, jetzt sehe ich auch, warum ich überhaupt aufs Gespräch gekommen bin. Das Problem war halt bei den Mazda 6. Die gab es halt nicht in der Motorisierung. Auch nicht in meiner Nähe und auch nicht so oft. Das heißt, die waren schon ein bisschen rar angesehen. Ne? Und wenn, die haben auch dieses Mazda Rubinrot. Das kennt ihr bestimmt, habt ihr schon bestimmt gesehen. Das gefällt mir leider nicht. Und viele Autos waren mit diesem komischen Rubinrot. Und da sind die halt einfach auch schon für mich aus der... rausgefallen aus meiner Jagdliste. Und deshalb ging die Suche los. Und ich habe gewartet. Und da war in Berlin war einer und der ist dann schnell weggegangen. Dann in einer anderen 100 Kilometer weiter weg war einer, der war aber sofort quasi in der Woche weg. Wo ich kurz reingeguckt habe, dachte ich mir, ey, ja, der ist gut und guck in 2 Tage später und ja, der ist weg, schön. Und dann habe ich endlich mal einen gefunden für 20.000 in Düsseldorf. Das ist ungefähr 600 Kilometer weit weg von mir. Nur aus dem Osten hier? Nee. Der war wirklich halt, Düsseldorf ist halt ein bisschen weiter weg von mir. Wird Zeit, die mal anzugreifen. Irgendwie, ich war schon innerhalb von 2 Sekunden oder von 2 Minuten war ich hier schon komplett fertig mit Aufbauen. Nee, und 600 Kilometer ungefähr weit weg. Und ich so zum Spaß zu meinen Eltern, naja, hier steht einer so ein weißer Mazda 6 mit weißem Leder, ne? Wo ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, boah, Alter, sieht echt Porno aus, aber halt, der steht eh zu weit weg und ja, weißes Leder reinigen ist halt immer, oder weißes Leder mit Verfärben habe ich auch immer keinen Bock, ne? Dann der Eltern so, na, dann können wir mal hinfahren. Ich sag so, was? Das war jetzt eigentlich nur ein Scherz hier. Die so, ja, sieht doch gut aus, da fahren wir mal hin. Der war auch das war dann auch der günstigste in Deutschland mit weiß und weißem Leder und alles quasi von den Daten, die ich wollte. 20.000 hat er gekostet. Und dann sind wir einmal hingefahren, haben es angeguckt, hat mir halt sofort gefallen, das Auto. Aber natürlich gab es Probleme. Was heißt Probleme, kann man es nicht nennen? Oh shit, ich brauche mehr Mehl. Es waren halt alles verschleißtechnische Probleme. Da war, die Felgen müssten neu lackiert werden, weil da der Lack abgeplatzt ist, weil da irgend gegen eine Bordsteinkanne geknallt ist. Dann halt kleinere Lackschäden, was ja auch eigentlich wie Verschleiß ist. Und die Bremse, die waren verschlissen quasi. Beim Bremsen gab es so ein Vibrieren im Lenkrad, ne? Oh shit, oh shit, oh shit. Naja, alles angemeckert. Dann haben sie gesagt, naja, also das dauert jetzt noch eine Woche. Da dachte ich mir, oh Alter, ernsthaft? Egal. Nochmal zurückgefahren, quasi nochmal 600 Kilometer mit meinen Eltern nach Hause gefahren. Dann in 2 Wochen angerufen, gefragt, ist das Fertsch? Ja, ja, das Auto können sie planmäßig dann am Samstag holen. Schon gefreut. Auch der Verkäufer hat gesagt, ja, wir haben die Felgen schwarz lackiert. Da dachte ich mir, ja, okay, gut. Sieht richtig geil aus. Hat er mich schon scharf gemacht. Da hat er mich quasi schon scharf gemacht aufs Auto. Ich war ja auch so schon scharf, weil mir hat das Auto auch super mega, mega Ding. Kann ja eigentlich mal ein Bild bei Facebook hochladen. Facebook. So alt, ey. Alle nutzen Instagram oder Twitter oder. Na gut, Twitter habe ich auch, aber nutze es halt nicht. Und ich hänge hier noch bei Instagram, bei Facebook rum, ey. Naja, keine Ahnung. Ich sehe halt, für mich ist eh zu spät jetzt. Ist jetzt eh nichts los hier. Noch nicht mal im Discord noch nicht mal hier. Egal. Jedenfalls habe ich das dann geholt. Und natürlich, ich fahre los, bin auf der Autobahn, Bremse, vibriert. Dachte mir, scheiße, Alter. Ey.
auf die Probe gestellt. Dachte mir, scheiße, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du hast das noch telefonisch angemeckert, ne, dass sie das machen. Und es war ja auch Samstag, der Laden hatte schon zu. Dachte mir, okay, gut, mach's halt irgendwann mal anders. Die hat mir auch versprochen, ja, sie können ja Garantie, ich habe ja eine Garantie abgeschlossen. Ja, Garantie können sie ja dann bei jedem Mazda-Händler auch in ihrer Region dann hinfahren und regeln. Dachte mir, ja, ist doch gut. Und ja, Bremse, natürlich keine Garantie. Da ging das erstmal hin und her mit, ja, kann ich das nicht hier machen und bla bla bla. Wir haben hier da die Option und da haben wir da noch ein bisschen getextet. Und natürlich hat sich, sagt er, nee, das Auto muss nochmal nach Düsseldorf. Da hatten die wahrscheinlich gedacht, ja, ja, der gute Demisai, der wird sagen, nee, hab ich keinen Bock, das mache ich selbst. Aber so eine Bremse pro Achse kostet halt 500 Euro. Und da habe ich mir gesagt, nee, also das sehe ich nicht ein. Da fahre ich nach Düsseldorf. Und jetzt hatte ich Urlaub, den ersten Tag angerufen gleich, sagt hier, sie haben gesagt, ich soll nach Düsseldorf kommen, jetzt will ich einen Termin haben, am besten zügig, weil ich muss am Ende der Woche noch in Urlaub fahren. Ja, da haben sie erst gesagt, oh nee, das klappt gar nicht und bla bla. Ich sag so, wie jetzt hier? Ja, und oh, warten Sie mal, wenn wir hier was verschieben, können Sie am nächsten Tag um 8 vorbeikommen. Um 8 frühs. Das heißt, ich bin um 1 aufgestanden, um 1 in der Nacht. Das ging bei mir gar nicht. Ich schlafe ja schon so, also gehe ja so erst um. Wie geht das, dass er hier reinbaut? Ich stehe ja so immer schon übelst spät auf. Und jetzt um 1 Uhr nachts aufstehen, egal. Gemacht, losgefahren. Übrigens, mitten auf der Fahrbahn dann hier war so ein Fuchs auf der Autobahn. Ich bin da mit 140 lang gefahren. Es war nachts um 2, da war mitten, also Fuchs auf der rechten Spur, mitten auf der rechten Spur war der. Ich konnte zwar noch reagieren, nach links ziehen und der ist auch nach rechts abgehauen, aber das hätte auch übel ausgehen können. Mit 140 ist das wie ein Stein, gegen den du knallst, ne? Dann war's das mit deiner Front. Möchte ich auch bei 140 nicht gegen eine Katze knallen. Naja, und... Oh, ey. Hingefahren. Dann kam schon der erste Schock hier so, ne? Sagte so... Also, die haben sich das Auto angeguckt. Ich hab gesagt, kann man wieder hier... Ne, haben dann gesagt so... scheiße, jetzt muss ich erstmal... Egal. Haben dann gesagt, naja, Demisai, wir werden die Bremsscheiben abdrehen. Dachte mir, was? Abdrehen? Also abdrehen ist, wenn man die Bremsscheibe so abschleift, dass die wieder gerade ist. Und da habe ich mir gedacht, was abdrehen? Das macht ja noch nicht mal ATU, Alter. Egal, hab denen gesagt, so, ja, die Bose vorne, die knarzt ein bisschen. Die Bose-Anlage knarzt. Ja, Bose-Anlage übelst geil übrigens, ne? Die knarzt ein bisschen an der Verkleidung, also die Boxen sind ganz knarzt, müssen sie gucken. Neudem hat meine Werkstatt aus der Regierung gesagt und gucken sie sich das einfach. Ja, ja, mach mal, kein Problem. Was ich nett fand ist, ich habe einen Leihwagen gekriegt, kostenfrei. Einen MX-59, der war fast, also was heißt fast neu, der hatte 200 Kilometer auf dem Tacho. Also das Ding war richtig neu. So, wie sieht's aus? Ach, Richard Löwenherz, du hast ja ein riesen fettes Loch bei dir in der scheiß Burg. Was macht man da, hä? Naja, jedenfalls haben wir Düsseldorf angeguckt. Die haben von um 8 bis 14 Uhr mit da irgendwie rumgewerkelt. Dann kam der Anruf. Übrigens, Düsseldorf. Düsseldorf, ich würde so gerne Bilder posten. Ja, das kann ich aber machen. Ja, ihr könnt, ja, bei Facebook werde ich mal ein paar Bilder posten. Jedenfalls gab es da so eine Skulptur mitten in der Stadt, gab es so einen Hofpark, heißt es, glaube ich. Das war ein richtig schöner Garten, wo die Schwäne und alles frei rumgelaufen sind. Und dann stand eine Skulptur und typisch Mann, haben sie einen Schwanz da dran gemalt. Da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch wieder hier richtig, ja, typisch Kind, Mann, Teenager, keine Ahnung. Und auch den Reimturm angeguckt, das ist... Wie im Berliner Fernsehturm, man kann halt hochfahren und Kaffee trinken entspannt und sich das Düsseldorf von oben angucken. Auch nett gequatscht mit Einheimischen, ich weiß nicht, ob man Einheimische sagen kann, also mit ein paar Leuten dort. Und ja, das war so ganz okay. Kam an in der Werkstatt,
Ja, hier haben wir die Bose kurz angeguckt, hat im ersten Moment überhaupt nichts geknarrt, dachte mir, okay. Bin eingestiegen, dachte, es ist alles klar, fahr los, bin auf der Autobahn, bremse, denke, scheiße, es vibriert immer noch, ey. Was machst du jetzt? Hast du jetzt Bock, nochmal zurückzufahren? Oder drehst du nochmal um und meckerst das an? Dann hab ich mir gedacht, nee, scheiß drauf, Demi, du bist halt deswegen nach Düsseldorf gefahren. Und du bestehst jetzt darauf, dass sie das den Mangel beseitigen. Die haben ja auch immer gequatscht mit, naja, Bremse ist ja Schwergewährleistung und bla bla bla. Wo ich denen gesagt habe, hallo, ich habe das an der Probefahrt angemerkt, ich habe es am Telefon angemerkt. Sie haben es vergessen, kann passieren, aber dann will ich, dass das jetzt gemacht wird. Und na, was schießt der ab hier, okay. Und ja, zurückgegangen, den Verkäufer eingesackt halt, weil der mir halt immer nie geglaubt hat. Den Verkäufer eingesackt, gesagt, hier, ich zeig dir das jetzt hier, wie das hier vibriert, ne? Weil er immer gequatscht hat mit, ja, das ist ja hier, das kann ja auch die Straße sein und bla bla bla. Halt das typische Verkäufergequatsche, ne? Super netter Verkäufer, ohne Frage halt, aber halt... Richtig typisch so ein, ja, der Vertrag ist abgeschlossen, sie haben das Auto, tschüss. Das sehe ich nicht ein. Ich habe dann auch selbst fahren lassen. Ich habe es vom Beifahrersitz gemerkt, dass das Auto quasi gehumpelt ist, als er auf die Bremse getreten hat. Haben gesagt, na, was sagen sie dazu? Ja, da müssen wir noch was machen. Hab ich mir gedacht, naja, dann mach mal was. Tausch die Scheiben jetzt aus, habe ich mir nur gedacht. So, dann habe ich mich nochmal bei den reingesetzt. Eine Stunde später... Na, wir haben die Bremsscheiben jetzt nochmal abgedreht und haben die Bremsklötze neu gemacht. Dachte ich mir, was? Bist du behindert eigentlich, Alter? Ich weiß, dass du dir die 500 Euro sparen willst, aber das macht doch jetzt keinen Sinn, den ganzen Tag dafür zu verplempern. Bin mit dem Werkstattmeister losgefahren. Ist der zuerst gefahren? Habe ich schon gemerkt, der hat ein bisschen stärker auf die Bremse gedrückt, damit ich das Vibrieren ja nicht merke. Ich habe ihm schon gesagt, naja, also ich muss auch nochmal fahren. Ich sage, ja, sie fahren, können auch noch fahren. Ich sage so, ja, weil ich merke das noch. Hallo, ich erzähle hier gerade was. Nee, und eine Nachricht von Richard Löwenherz. Schön, ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Konstruiere Flugbahn. Scheiße, jetzt bemangelt er das neu, ey. Bin zur Stelle. Ah, ich habe kein Holz, ne? Die stehen bestimmt alle da. Oh, nee, ich habe noch ein bisschen Holz. Nee, und mit dem Werkstattmeister losgefahren. Das war so ein Mitsubishi Mazda Autohaus hier, die hat zwei Dingens, das ist ja auch okay. Und es war halt nur noch der Mitsubishi Meister da, halt nicht der Mazda-Chef, sondern der Mitsubishi-Chef. Mit dem losgefahren, hab mit dem ein bisschen gequatscht über private Sachen. Meine Männer sind im Anmarsch. Ihr werdet mir keine Sorgen mehr machen. Und das ist halt immer, die quatschen halt immer dagegen, die Typen, deswegen lenkt mich das ab. Und bin halt auch nochmal selbst gefahren, gesagt, hier ist es immer noch, das merken sie doch auch. Der so, ja, okay. Sagst du, naja, und jetzt, naja, jetzt müssen die Scheiben neu gemacht werden. Dachte ich mir, na Gott, das war, eigentlich war das ein komplett unparteiischer, ne? Da hatte er überhaupt nichts mit dem Auto zu tun. Das, wie gesagt, war Mitsubishi, das war nicht der Mazda-Typ. Die saßen, nee, nicht schießen. Oh ja. Idioten, ey. Und, geht's hier nicht rüber? Doch. Okay. Kriege ich das von hier abgeballert? Wir uns einfach mal. Nee, nicht bemannen. Oh nein, du Arsch. Ja, wie gesagt, komplett unparteiisch und dem war das auch eigentlich Wurst. Wie gesagt, die 500 Euro waren dem wahrscheinlich auch Wurst. Ja, dann ist dann endlich mal gesagt, hier ja, müssen die Bremsscheiben getauscht werden. Das ist das, was ich hören wollte. Alter! Was zur Hölle?
What the fuck? Los, Männer, rauf hier! Ey! What the f... Scheiße! Die wollen nur meinen Kornspeicher zerstören. Kommen die gerade hoch? Nee. Los, greift, fangt alle ab. Greift an. What the fuck habe ich hier verpasst, Alter? Hallo, dir dummen Idioten! Der greift das hier an und ihr steht hier noch rum da, Alter, ey. Oh mein Gott, Alter, ey, was für dumme Idioten ich hier hab, Alter, ey. Tötet die! Was zur Hölle, Alter, das... Alter, es war richtig heldenhaft hier. Hallo? Ey, es kann doch nicht euer Ernst sein. Los, Angriff hier. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Eine Nachricht vom Wolf. Vielleicht irgendwer diese Pestbeute vom Hals schaffen. Ey, ich wär fast down. Och, Junge. Jetzt hau doch mal ab, Alter. Pissbeule jetzt hier. Holy moly. Alter Schwede. Fucking shit, Alter. Okay, anscheinend haben sie es auch auf dieser Seite abgesehen auf mich. Ihr bewacht das jetzt, ey, ihr Trottel, ey. Ja, ja. Originalen Vollidioten, ey. Nee, dann ist der Typ, der... Erst nochmal kurz umschwenken, wieder zum originalen Thema zurück. Dann ist der... Der Verkäufer stand schon da und so... Und? Dachte so, ist behoben so. Und der so, ganz kalt... Ne, Bremsscheiben müssen jetzt getauscht werden, ist doch da. Ah, verdammt und bla, und was macht man jetzt? Es ist ja jetzt schon 17 Uhr, ja, 17 Uhr, ne? Es war Punkt 17 Uhr, Punkt 17 Uhr macht auch die Werkstatt zu, das heißt, es war auch keiner mehr da in der Werkstatt, der das machen hätte können. Die Scheiben tauschen. Und es war auch keiner mehr da, der gucken konnte, ob es die Scheiben gibt, dachte ich mir, na klasse, ey. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, ey. Zu diesem Hauptgewinn habe ich mir nur gedacht. Alter, hörst du mal jetzt auf, ey. Ich habe hier aufgestockt. Das ist jetzt sinnlos. Nee, und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt denkt ihr mal eine schöne Lösung aus. Ich fahre jetzt nicht nochmal zurück, ne? Die haben mich auch so angeguckt, naja, und sie kommen ja von weiter weg. Sagst du, ja, ich komme von weiter weg. Und sie haben ja jetzt nur den Tag geplant. Ich sag so, ja, ich habe auch nur den einen Tag geplant eigentlich. Mein Bogen ist euer. Und habe ich nur gedacht, naja, jetzt denk dir mal was Schönes aus. Das ist jetzt dein Pech, dass du so viel, so eine Scheiße hier durchgezogen hast. Bremsscheiben abdrehen macht, ist voll veraltet. Naja, eine halbe Stunde später kam er dann an, der Verkäufer sagt, na, Herr Demisai, wir müssen dann halt, wir gehen jetzt auf booking.com und buchen Ihnen ein Hotel. Da dachte ich mir, ach, Glückwunsch, schön, danke. Ja, wir übernehmen auch 50%. Da dachte ich mir, aha. Das ist ja interessant. Eigentlich, theoretisch, beim Gewährleistungsfall müssten die alles übernehmen. Aber ich habe mir dann gedacht, ach, ist mir jetzt scheißegal, ey. Das soll das einfach nur irgendwie klären, der Held, ey. Und das reicht mir schon. Oh, Mann. Schön, ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Ich muss irgendwie diesen Scheiß zerstören, ey. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Noch ehe
dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Ich denke mal, ich stelle mal meine Bogenschützen erstmal hier oben hin, damit die auch mal mit was machen können hier, ey. Eure Lordschaft? Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Wir benötigen Steine. Och, komm, ey, heul doch nicht rum jetzt. Ne, da musste ich einen Tag noch in Düsseldorf pennen, ne? Bis dann irgendwann mal diese Scheiße behoben worden ist. Dann kam am nächsten Früh, habe ich dann 2 Stunden gewartet. Ich habe keinen Leihwagen mehr gekriegt. Der hat gesagt, ja, hier nehmen Sie Platz, trinken Sie einen Kaffee, bla bla bla. Ist okay. Gewartet, dann ist der, bevor hat er das getauscht, ist der erstmal nochmal mit dem Werkstattmeister losgefahren, bevor ich mich ins Auto reingesetzt habe, um zu gucken, ob es weg ist. Dachte ich mir, na, ach, jetzt auf einmal macht man das ja. Dann war es wirklich weg. Aber das Highlight war ja dann, ich höre so Musik, denke mir, ach, dieses Knarzen ist immer noch da und bla bla bla. Die haben mir erzählt, ja, wir haben die Schrauben festgedreht und seitdem ist es weg und bla. Aber jetzt, komm. Nee, und dachte mir, naja, okay, gut. Knarzen immer noch da. Fick dich doch einfach, ey. Der Typ baut auch einfach instant nach, ey. Das geht mir einfach so auf den Sack, ey. Flugbahn ist berechnet. Und das hört auch nie auf, ey. Nee, das Knarzen war halt noch da, da war ich übelst pissig. Dann habe ich in die Audioeinstellungen rumgeguckt, haben die dort den Bass rausgenommen. Also einfach nur dran rumgespielt, weil ich mir dachte, Alter, nicht nur, dass ihr den Mangel nicht ordentlich behoben habt, ne? Die eine Werkstatt sagt, das muss gedämmt werden, die andere sagt, na, wir haben die Schrauben festgedreht. Haben das Problem quasi noch verschlimmert. Und nicht nur das, und haben es versucht, und haben es nicht versucht, sie haben es vertuscht. Oder versucht zu vertuschen, ich hab's jetzt. Und haben wir an den Einstellungen einfach rumgespielt, Bass rausgenommen, dachte, naja, jetzt kommt es bestimmt wieder. Da bin ich ausgerastet, dachte mir, Alter, das kann nicht sein. Was ist denn das für eine Werkstatt, ey? Die unfähigste Werkstatt, die ich je gesehen habe. Klar wollen die Geld sparen, aber dass die sich so, also theoretisch will ich denn noch eine schlechte Bewertung reinhauen. Was das denn für soll hier, dass man eine Bremse abdreht und anstatt abdämmen einfach mal die Schrauben festzieht. Oh ja, endlich. Und hab dann nochmal eine richtig schöne fette Mail, also was heißt fette, einfach nur eine Mail an Mazda Deutschland geschickt. So gedacht hier, also einfach mich beschwert und um Hilfe gebeten, dass die vielleicht mal, ob die irgendeine Möglichkeit haben, meine Probleme oder meine Bose-Anlage zu reparieren, ohne dass ich jetzt nochmal zu den Helden da hinfahren muss, ey. Gucken, ob die hier vorne reinkommen, ey. Ja, kommen sie. Oh nein, ist zu weit. Komm, kaut ab, ey. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungs- Antwort verlange ich keine von Mazda. Mensch, wie viel Range hat denn diese Scheiße hier, ey? Flugzeug ist sagen. Oh, fege dich. Alter, seid ihr... So ein Homo-Spiel, ey. Wir machen uns auf. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Konstruieren Belagerungsgeräte. Bin zur Stelle. Das pisst mich an. In Bewegung. Naja, so, das war halt... Mein Urlaub, die haben den Scheiß behoben zum Glück. Also wenigstens die Bremse war wichtig vorm Urlaub. Ich bin danach zur Ostsee gefahren. Ich hab mir voll Badesachen mitgebracht und gemerkt, ja, das Wetter ist ja gar nicht so geil jetzt. Und, oh nein, sag mir nicht, dass er die Entfernung hat hier jetzt. Oh, du dummer Trottel, ey! Was wünscht ihr? Unser Werkzeug ist eine Aufgabe. Auf dem Weg. Alter, greift ihr meine Baumeister an? Ziel ist notiert. Bock bereit. Oh, schön, damit kann ich sparen. Oh, oder auch nicht, schön. Flugbahn ist berechnet. Dieses
Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Euer Gnaden, wie können wir helfen? Jetzt geht das Micromanaging schon wieder los, ey. Kotzt mich das an. Bin zur Stelle. Ja. Mal gucken, aber wie Mazda Deutschland reagiert, ne? Theoretisch hat man mir in der Innenwerkstatt erzählt, ja, Mazda ist eigentlich relativ kulant so. Schön, ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Was wünscht ihr? Aber ja, jetzt wächst hier ein Baum hin, ist okay. Konstruieren, belagern. Aber wie gesagt, verlangen kann man das ja nicht von denen. Geht ihr mal nur drei? Oh, ihr seid solche Idioten, ey. Warum hab ich hier die größten Dullis irgendwie, ey? Euer Gnaden, gebt uns eine Aufgabe. Gehst du jetzt mal dorthin? So, na gut, wir speichern ab. Oh, 2012, ey. Er wird einfach nur noch hier für immer bleiben. Speichern. Ja, so schaut's aus. Wir sind bereit. Und jetzt quasi kein Urlaub mehr. Einer für alle. Nee, ihr könnt schon hier bleiben. Bleibt mal hier und bewacht diese scheiß Kornspeicher, ey. Falls ihr es nicht gebackt kriegt, ey. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. In Bewegung. So, auf geht's. Attack! Attack! No! Ja, den Bauer... Den müsst ihr natürlich erstmal knifen, ne? Mein Herr? Kommt, greift mal an, ey. Scheiß auf den Mist, ey. Ihr habt hier Besseres zu tun. Ihr werdet von der Balliste abgeballert. Da ist eure Top 1 Priorität, diesen scheiß Typen wegzuneifen oder was, ey. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Oh mein Gott, Alter, ey. Er fährt ganz entspannt weg. Alter! Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich nicht. Ein Kinderspiel. Wir sind bereit. Spürt meine Klinge! Und los! Wenn die jetzt das oben bemannen können, ey, ich flipp aus. So, wie viel Money hat er jetzt noch? Der ist Platz 1! Alter, der hat 100.000 Geld, ey, ist der behindert. Aber trotzdem habe ich jetzt... mit meinem Besuch dort bei den in der scheiß Werkstatt 500 Euro gespart. Naja, eigentlich sind es 350, weil ich so für den Urlaub nochmal 150 hinblättern musste. 21.000 Gold, ey. Der Typ ist noch nicht so ganz up to date gewesen. Gildenhaft, Gildenhaft. Alter, ihr müsst hier nur über den Fluss. Weini, weini, schleini, schleini. Zack. Bogenschützen bereit. So, Richard Sparko 3. Rücken aus. Wir sind bereit. Ihr verlangt viel. Was soll konstruiert werden? Ein guter Marsch. Das fühlt sich gar nicht so weit weg, ey. Seitdem ich Widescreen spiele. Ja, unser Eingang ist eigentlich... über Richard. Wir müssen einen Enduro-Angriff starten. Alter, wie viele. Es wird auch Zeit, jetzt mal selbst anzubauen hier, ey.
Schon mal Grass. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ne, jedenfalls, Ostsee war auch sehr schön. Obwohl wir hatten uns so ein kleines Bungalow gemietet. Hat mir ja ganz für uns jetzt. Und es war ganz, ganz cool, dass wir was Eigenes hatten. Aber das Lustigste war, wir kommen an. Wo ist die Bettwäsche? Wir haben auch keine mitgebracht, ey. Das ist übelst die Bettwäschenmafia dort wahrscheinlich. Dort kostet die Bettwäsche dann wahrscheinlich 30, 40 Euro oder 50 Euro. Weil es halt die meisten einfach mal nicht mit haben. Wir ja auch nicht. Und wir haben es so, nee, dann machen wir den mit. Wir schlafen ohne Bettwäsche. Dann haben wir ohne Bettwäsche geschlafen. Es war auch gar nicht so ekelhaft, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kampf. Seid ihr sicher, ihr habt den Mut dazu? Die Arbeit wurde eingestellt, my lord. Dieses Gebäude ist momentan funktionsfähig. In diesem Gebäude gibt es keine eingestellt, my lord. Ein weiter Weg. Alter, ey. Und der greift auch an? Nee. Ja, naja, meine wir natürlich den Weg, der am gefährlichsten ist, aber gut, jetzt nicht mehr. Jetzt ist noch gar nicht mehr so gefährlich, der Weg. Kannst ruhig deine paar Männer hier dran vergolden. Fünf Hanseln, ey. Oh Mann, Alter, der hat hier wieder... Der hat alles voll bemannt, ey. Das geht mir so auf die Nüsschen, ey. Hier noch dazwischen Wasser. Oh Mann, ey. Wir stehen zu Dienst. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Ich wollte gerade sagen, keine Arbeit, ey. Drecksack. Okay, ich mache hier nochmal einen Backstage-Eingang für meine... für meine Nahrung. Ach, die haben es noch geschafft, what the fuck. Die kommen noch tatsächlich an die Mauer ran, ey. Weißt du, du siehst dort einen Mann mit einem Schwert stehen, der nicht von deinem Burg ist. Was macht man? Ja, ich renne jetzt voll drauf zu. Vielleicht überlebe ich das, ist klar. Also, ich weiß zwar, wie die Wegfindungs-KI ist und dass sie dumm ist und so, aber... Das muss man sich mal überlegen, wie lustig das eigentlich ist, ey. Wie behindert man eigentlich sein muss, um das zu machen. Ich komme auch immer mit größeren Männern, ey. Okay. Unser Werkzeug ist bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Eine Aufgabe. Wir machen das ganz langsam, aber dafür halt beim ersten Mal halt, ne? Ich habe keinen Bock jetzt 3000 Mal irgendwie was am... Das Volk liebt euch, my lord. Eine erträgliche Aufgabe. Wir hatten, haben auch keine andere Wahl. Tribok bereit. Flugbahn ist berechnet. Oh, du Fatze, Alter, ey. Geht weg! Euer Gnaden. Konstruieren Belagerungsgeräte. Die braucht mal viel mehr Reichweite, ey. Was ist das denn? Ey, warum kann der mich angreifen und ich den nicht, ey? Die Waffenkammer ist voll, my lord. Tribok bereit, Sire. Das ist eine Fotzenscheiße, Alter, ey. Belagerungsgeräte.
Dann mache ich das jetzt mit YOLO-Taktik, Alter, ey. Ihr habt nicht genügend Güter. Guten Morgen, eure Lordschaft. Moin. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Alter. Das ist wahr, Werner. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Okay. Genug Gold. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr? Ein erträglicher Verlust. So, ich habe jetzt 6 Typen. Euer Gnaden. Was soll konstruiert werden? Ein guter Marsch. Einfach nur durchgerotzt hier, ey. Oh, und der hat hier auch noch was. Und das ist nicht wenig, ey. Fuck. Wir müssten beim Wolf von der Seite kommen, weil da hat er nichts stehen. Aber dann. Ja, ist okay. Erste, wir sehen hier einen Wasserochsen. Der trinkt Wasser, anstatt zu grasen. Der da das meiste Cash hat, der gewinnt hier. Also ist der höchste Herrscher anscheinend. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Ja, so sieht die Megabock 5000 aus hier. Übelst spärliche drinne. Nichts los. Wenn man mir hier rüber guckt, hier übelst was ab, geht hier übelst was ab hier, weißt du, und bei mir. Was wünscht ihr? Ja, ich wusste es. Zumindest einer stirbt, ey, weil einfach nur dumm sind, ey. Baumeister, ne? Unser Werkzeug ist bereit. Konstruieren Belagerungsgeräte. Spam jetzt einfach nur eine Mauer nach dem anderen zu, ey. So. Montiert euch erstmal. So. Ihr kriegt jetzt einen Job. Und das ist diesen Scheiße zu killen. Und wehe, er schafft das nicht. YOLO! YOLO! Kommt jetzt, Leute, das zu irgendjemandem. Angriff starten hier! Attack now! Viel schneller und viel effizienter. Scheiße. Jawohl. Schön, ihr könnt ein paar Gebäude einreißen. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Wie wäre es, wenn du einfach aufgibst und mir die ganze Scheiße ja sparst? Katapult wird bewegt. Ja, der eine Baumaus ist das auch. Oh, nee, das hier. Ziel ist notiert. Machen uns auf. Wolltest du wohl ein Bogenschütze sein, hä? Okay, ich brauch doch ein paar. Ja. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Katapult bereit, my lord. Katapult wird bewegt. So, verpiss euch mal ein bisschen von dort. Homus! Katapult wird bewegt. Mein Herr? Ey, killt mal diese Scheißtypen dort, ey. Komm, Alter, ihr habt nur einen Job, ey. Katapult bereit, Milo. Gut wie erledigt. Hallo, Mann. Ey, ihr seid dort vor dem scheiß Turm, ey. Macht jetzt mal was. Ihr seid so gay. Ihr
hätte echt Gelots, ey. Ohne Witz. Ich hätte 5 schöne Katapulte, ey. Greif doch an! Komm jetzt. Mach doch mal! Ja, schön. Einer hat überlebt. Schilden ihr euer Life, Alter, ey. Bin zur Stelle. Attack. So, wie machen wir das jetzt? Von wo kommen wir denn jetzt am geilsten? Von wo komme ich? So, ich brauche nochmal ein paar von den Idioten hier. So, gut, greift mal an hier. Ja, das ist die falsche Seite eigentlich. Scheiß Richard mit seiner Scheiße hier, ey. Der hat nur Mangen. Was heißt nur? 3 Mangen. Wir benötigen Steine. Nee, du benötigst einen Scheiß, ey. So, okay. Ja, jetzt war ich erstmal übelst konzentriert, dass ich hier wieder erstmal einiges zum Laufen bringe. Ja, was gibt's Neues? Ha! Die Frage, kommen wir jetzt noch einer geschlagenen Stunde, ey? Sonst kommt die immer nach 5 Minuten oder so. Ja, was mich ein bisschen aufregt, ich habe eine RTX 2060 gekauft, was erstmal okay ist. Komischerweise kommt 2 Monate später die RTX 2060 Super raus, wo ich mir denke, Alter, für ein bisschen mehr Geld eine Leistung von der RTX 2070, dachte ich mir, scheiße, Alter, ey, was ist denn das? Wie schlecht ist denn das alles bei mir? Wir benötigen Steine. Wie schlecht ist es das bei, wie viel Pech habe ich denn, ey? Naja, gut. Jetzt habe ich mir eine RTX 20, halt eine normale RTX 2060 und die wird jetzt wahrscheinlich auch 2-3 Jahre lang. Mindestens, vielleicht sogar 5 Jahre, ich weiß ja nicht. Ich habe ja, noch bin ich bei 1080p Gaming, also 10. Es kann aber sein, dass ich mir, es ist gerade ein Deal draußen von einem Dell-Monitor mit 1044 halt, ne? Und da habe ich auch Bock drauf. Und da habe ich mich erstmal informiert, ja, schafft das denn überhaupt die Grafikkarte, ja? Und da hat man gesagt, ja, also kommt drauf an, müsste eigentlich zu schaffen sein. Aber eigentlich ist 1080p für mich viel simpler jetzt. Eigentlich brauche ich auch keinen neuen Monitor, ne? Zocken mache ich eh ein bisschen noch, ja, das stimmt. Weiß ja nicht, wieso habe ich das alles verkauft, ey? Ich hätte da schön einen großen Angriff draus machen können. So. Das sieht gar nicht mehr so lustig aus. Vor allem beim Wolf, ey. Der ist ja richtig blank. Er hat sich zugebaut und hat jetzt einen Ausgang. Idiot! Idiot, Alter, vom Feinsten hier, ey. Hat sein Eisen, sein Stein, alles weggebaut. Was geschieht der CPU recht? Alles Richard. Alles ich. So.
Okay. Speichern. Speichern. Meine Befehle? Ein weiter Weg. Sind auf dem Weg. Sind auf dem Weg. Also diese Manga, Alter, ey. Die hätte ich vielleicht noch zerstören müssen, ey. Kriegen die das hin? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Wälle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schleudern und Pfeile. Das sehr schön. Ja, in Bewegung. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Eure Befehle? Rücken aus. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. So. Wir sind bereit. Ihr verlangt viel. Mein Bogen ist euer. Bogen gespannt. Mein Herr, eure Befehle? Visiere an. Was soll das denn jetzt? Achso, der ist gestorben. Im Laufschuss. Nee. Jetzt wird's spannend, Leute, ey. Die Missionen dauern jetzt auch immer länger, ey. Aber wenigstens beim ersten Versuch jetzt, ey. Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Ich sehe nieder mit ihnen meine Klinge. Was? Sie sind wehrlos. Greift an, was soll das denn, ey? Nieder mit ihnen. Spürt meine Klinge. Wir folgen euch, Herr. So, jetzt rauf mit dir, du Scheiß. Ja, nochmal Kampfschrei. Oder weil er hier attacked wird, kommt der Nachschub. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer. Ein weiter Weg. Alter, stirbt er jetzt mal! Sehr gut. Sehr geil. Ich habe geschlagene 200 Mann verloren, ey. Oder 100 Mann hier für ein paar Hanseln da oben, ey. Naja, ich habe ja Nachschub. Alter, wie sie einfach Porno aussieht, ey. Die ganzen Ressourcen. Ich will das Spiel jetzt auch noch schnell fertig machen, ey. Ein weiter Bogenschützen bereit. So. Naja, geh mal hier rein und fertig. Ja, Datei überschreiben. Mein Bogen ist euer. Was macht denn der, Alter? Greift an, Brüder! Wir sind bereit. Nieder mit die... Eine Nachricht vom Wolf. So viel muss man euch zugestehen. Ihr kämpft besser als... Noch ein bisschen Fun haben hier. Konstruieren Belagerungsgeräte. Katapult bereit, my lord. Ein guter Mann. Mein Herr, Rücken aus. Eine Nachricht vom Wolf. Ja, das ist ganz schön scheiße, wenn man scheiße ist. Ein weiter Weg.
So, hast du schon mal einen Steinhagel? Hast du schon mal einen Steinhagel gespürt? Ey. Greift mal an! Helft den Jungs mal, ey. Ohne Witz, ich hab keinen Bock hier Katapulte zu verlieren, ey. Oh, geh doch mal hier vor. Ja, du benötigst Steine. Ein Arsch. Hier, bam. Ja, überlebt das einfach nur. Ja, verzieht euch, ey. So, macht euch bereit. In Bewegung, bin zur Stelle. Gleich geht's los. Rücken aus. Ja. Bogenschützen bereit. Oh, ey. Bogen ist euer. Hallo. Befehle, bin zur Stelle. Hallo. Ja. Bogenschützen bereit. Fuck you, ey. Bogen ist euer, mein Herr. Eure Befehle einfach, ey. Sind auf dem Weg. Katapult bereit, my lord. So gut wie erledigt. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Sech, Mann, also, bitte. Nein, Mann, hier hoch, ihr Trottel. So, jetzt räumt mal auf, ey. Wir haben es nach einer Stunde geschafft, ey. Es war eine einfache Mission, aber eine ziemlich zähe, ey. Camilla hat auch eingebuchtet, ey, der Trottel, ey. So, Leute. Das war's. Noch 10 Missionen haben wir es endlich geschafft. Vielleicht nehme ich mir das als Ziel vor, jeden Tag die Mission zu machen. Naja, egal. Ist ja jetzt erstmal nicht euer Bier. Nächsten halben Jahr gibt es das nächste Video. War ein Scherz. Alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.